Ahoi Freunde, willkommen zum dritten Part meines Let's Replays von Banjo-Kazooie. Wir sind jetzt bereits in der zweiten Welt in Treasure Trove Grove und ich habe auch bereits die Hälfte aller Puzzleteile hier geholt und schon mehr als die Hälfte aller Noten. Wir haben auch schon beide Moves gelernt, wir können jetzt mit Kazooie fliegen und wir können auch den Supersprung benutzen, allerdings nur bei gewissen Platten, also hier können wir den Supersprung machen. Schabadoin! Und da oben gibt es dann auf dem Schiff noch eine Flugplatte, aber erstmal machen wir hier bei dem kleinen Eimerchen was. Ich tropfe. Können Bär und Vogel mich mit einem Pfropfen stopfen? Ja, nichts leichter als das. Das habe ich früher, ehrlich gesagt, das kleine Gedicht sofort gleich kapiert, aber einfach ein paar Eier reintun. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Richtig geil. Ich habe so keine Ahnung, wie der Kleine das gerade gemacht hat, aber jetzt können wir hier in die Sandburg rein. Ja, und die Sandburg, die ist übrigens noch ein ganz besonderer Ort im Spiel, aber das werdet ihr eh gleich sehen. Hey, du Pelzknäuel, löse mein Rätsel und du gewinnst einen Preis. Ja, damit wir dieses Puzzle da drin bekommen, müssen wir jetzt erstmal ein Rätsel lösen mit den ganzen Buchstaben. Nur was sollen wir buchstabieren? So, erstmal hier haben wir noch Noten. Nicht übersehen. Eigentlich steht die Antwort ja direkt an der Wand. Wir müssen einfach hier den Namen des Spiels buchstabieren. Banjo-Kazooie. Also werden wir das einfach mal machen. Das aktiviert wir alles hier mit der Kopfgranate. Also B. Oh, genau. Wir haben da nur 100 Sekunden Zeit. So A. N. Da hinten haben wir das J. Manche Buchstaben gibt es auch mehrmals, aber dürfen wir da nur einmal benutzen. So, Banjo haben wir schon. Und jetzt Kazooie. Wo ist das K? Hier. K. Dann haben wir nochmal ein A. A. Z, Z, Z. Wo ist das Z? Hier ist das Z. Jetzt noch zweimal O. Eins. Und zwei. Also dreimal gibt es das O. Und jetzt noch I. Und E. Und das war natürlich richtig. Hinter dem Gitter wartet der Preis. Doch zunächst werde ich dich zurechtstutzen. Naja, vergiss es sicher nicht. Hau doch einfach ab. Zuerst lösen wir sein Rätsel und dann will er uns wehtun. Was soll das denn? So, her mit dem Puzzleteil. So, und schon haben wir das sechste Puzzleteil. Also für die, die es eventuell nicht wissen sollten, aber ich glaube, die kennen ja das ganze Spiel an sich auch nicht. Aber die meisten anderen Kenner des Spiels werden das sowieso alle wissen. Wir können hier nämlich in der Sandburg auch ganz legal im Spiel cheaten. Nur müssen wir die Cheats halt alle buchstabieren. Ein paar davon bekommen wir wirklich direkt im Spiel, aber das sind jetzt keine wirklichen Cheats, also eigentlich wird nur die Tragekapazität unserer Sachen verdoppelt, also blaue Eier, rote Feder und goldene Federn, das wird alles verdoppelt, wenn wir die Cheats eingeben. Aber das geht halt erst, wenn wir die bekommen haben. Deswegen müssen wir dann später, wenn wir die Cheats haben, halt nochmal in diese Welt gehen, nochmal das Wasser ablassen und dann hier halt die Cheats buchstabieren. Vor allem, da gibt es ja noch ein paar Cheats, die sind extremst lang und die haben was mit einem gewissen Feature namens Stop and Swap zu tun, falls sich das was sagt, aber das wurde ja eigentlich nicht so richtig ins Spiel eingebaut. Das ist etwas, was es eigentlich hätte im Spiel geben sollen, aber das hat es dann leider nicht so richtig mit der Umsetzung ins Spiel geschafft und deswegen, ja, ich werde euch das aber dann trotzdem mal zeigen gegen Ende des Spiels, am besten in einem Bonus-Part oder irgendwie so, oder vielleicht kurz vor dem Finale dann, was es damit genau auf sich hat. So, jetzt fliegen wir erstmal. Ja, um höher fliegen zu können, musst du die roten Federn einsetzen. Ja, drücke hierzu den A-Knopf. Und vergiss nicht, dass Kazooie nur 50 Federn auf einmal tragen kann. Ja, natürlich. So, und hier haben wir noch ein Puzzleteil. Das ist Grundhildas Besitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Ja, und ob ich mich traue? Achtung. Oh, Vorsicht. So, jetzt. Und ich hab's. Das war ja einfach. Haha. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Ach, halt doch einfach die Klappe, Grundhilda. Du kannst uns einfach nicht das Wasser reichen.
Allerhöchstens vielleicht, wenn es um Reime geht. Ich müsste mir da irgendwann mal vielleicht Reime überlegen, um sie ebenfalls zu einem Reim-Battle herauszufordern, irgendwie so. So, wir können ja jetzt eigentlich auch schon rauf auf den Leuchtturm fliegen, ja? Warum nicht? So, hier ist nämlich der Eingang, ganz komisch. Wie soll denn da ein normaler Sterblicher hinkommen? Geht doch gar nicht. So, jetzt hat hier die Musik aufgehört, jetzt hören wir nur mehr Möwen zwitschern. So, und irgendwo hier war der gelbe Hino. Das ist nämlich der letzte, der mir noch fehlt. Die anderen habe ich alle schon im letzten Part geholt. Der ist irgendwo hier auf einer Palme drauf. Da vorne ist er ja auch schon. So, was wollt ihr denn hier? Verpisst euch, ihr blöden Muscheln. Oh, ich hasse Muscheln, ey. Das ist sowas Ähnliches, würde ich im Leben nicht essen wollen. Das ist so schlatzig und widerlich und schleimig und bläh. So, da haben wir das Puzzle der Hinos. Einfach nur geil, Mann. So, Nummer 8. Na, fehlen eigentlich nur noch mehr zwei Stück. So, und wenn wir schon mal hier sind, dann besuchen wir auch noch den Leuchtturm, weil dort oben gibt es auch noch ein Puzzleteil. Ich glaube sogar noch ein Wumbo-Schild und den Hexenschalter gibt es da auch noch. Und ein paar Noten. So, 203 Stück, aber jetzt fehlen nur mehr 20 Noten. Die werde ich auch noch finden. So, hier auf der Rückseite ist der Hexenschalter. Der Witch Switch. Oder keine Ahnung, wie das Ding im Englischen heißt. Egal, so. Zack, aktiviert. Na, was habe ich gesagt? Die Kanone hat einfach mal ein Puzzle da rausgeschossen. So, und jetzt hier die Tür können wir einfach zerbashen. Zack, Mumuschädel. Und jetzt haben wir hier oben noch ein paar Noten. Und das vorletzte Puzzleteil. So, fehlt nur noch mal eins. Was ich halt an dem Spiel auch so schön finde, ist, dass man einfach nicht wirklich an irgendeine feste Reihenfolge gebunden ist. Und was zur Hölle ist das denn da unten? Ein X? Das X markiert die Stelle! Das X markiert den Schatz, natürlich! Auf jeden Fall! So, ich traue mich natürlich jetzt hier nicht wirklich runterzuspringen, deswegen gehen wir lieber ganz normal. Aber es gibt nichts Peinlicheres, als wenn wir uns aus einem großen, aus einer großen Höhe runterstürzen, da tun wir es echt nur weh. So. Gut, hier hinten war ich jetzt eh noch nicht ganz, weil hier gibt es, glaube ich, jetzt noch die letzten paar Noten. So, und warte mal, hier, ja, haha. So, Nummer Schädel und, ja genau, eine weitere leere Honigwabe gibt es auch noch, und zwar hier draußen auf dieser Kiste da. Müssen wir aufpassen, jetzt kommt schon wieder irgendwie, wo der weiße Hai, Hilfe, ich hasse dieses Vieh. Da ist er schon. So. Wie gesagt, den könnte man mit blauen Eilen besiegen, aber der kommt nach einiger Zeit sowieso wieder. Der ist so übelst lästig. Das seht ihr hier, wenn man den oft genug mit blauen Eiern trifft, dann haut's den einfach mal um und dann verschwindet er. Für eine kurze Zeit, aber leider nur nicht für immer. So, und hier drin haben wir auch noch Noten. Noten, Noten, Noten. Ich will alle Noten haben. Nur noch 10 Noten, Leute. Die werde ich doch wohl finden. So, hast du auch noch Noten oder hast du was anderes? Aha, rote Feder. Na ja, gut. Nehme ich trotzdem mit. So, 50 Feder mehr geht dabei noch nicht. Ich weiß noch, hier im Wasser war, glaube ich, sogar ein extra Leben. Hier unten. Seht mal hier. Kann ich mal meine Dinge holen. So. Aber leider können wir ja nicht mehr als nur ein extra Leben haben. Das ist ja das Dumme. Man findet aber in dem Spiel so oft und viele extra Leben, dass ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum kann man da nur 9 davon tragen, wenn man so viele findet? Bringen einem weitere extra Leben ja gar nichts mehr. So, 6 Noten noch. Nur noch 6 Stück. Ich hoffe, die sind jetzt alle hier oben drauf. Jetzt stimmt's. Wenn nicht, dann muss ich noch woanders nachgucken. Okay, doch, die sind hier leider doch nicht. Hm, verdammt, wo waren doch Noten? Wo waren jetzt noch 6 Noten? Folge dem Pfeil, wenn du nach dem Gold strebst. Okay, jetzt müssen wir nämlich hier dieses X noch verfolgen. Also besser gesagt, das immer wieder suchen. Das wandert nämlich so, da vorne ist es wieder. Das ist natürlich, wenn man fliegen kann, wesentlich einfacher. Auch wenn es ein bisschen langsam ist hier in der Luft, aber geht halt nicht schneller. Achtung, wir können auch mit einer Stampfattacke landen, also mit dem K.
Kopfgranaten. Vier, so. Der Pfeil zeigt uns wenigstens immer hin, wo wir hin müssen. So, jetzt ist das da vorne. Hier habe ich, glaube ich, auch alle Noten. Also hier bei diesen komischen Felsformationen mit diesen schmalen Pfaden. Ja, habe ich auch alle. Wo sind jetzt noch Noten, verdammt? Ich will alle Noten haben, verdammt nochmal. Wo sind die denn jetzt? Sind doch nur noch mal 6 Stück. Irgendwie müssen die doch noch zu finden sein. Oder meine, ich glaube, ich glaube, die waren sogar da oben. Da irgendwo oben waren die. So, na komm, schon treffen. Was steht da hinten? Was steht da? Sharkfoot Island. Sharkfoot Island ist auch ganz komisch, aber das hat zum Beispiel etwas mit diesen gestrichenen Feature Stop and Swap aus dem Spiel zu tun, aber das zeige ich euch eben erst später. So, ich glaube, hier oben müssen jetzt die letzten Noten bitte sein. Ja, da sind sie auch, na bitte. Genau 6 Stück, also habe ich wieder alle 100. So gut wie sicher, Bams. Was zum... Ha, du wirst mich nie und nimmer finden. Bist du dir da wirklich sicher? Mann, jetzt steht doch mal, du blöde Krabbe, du. So. Erstmal, Alter, du bist voll fies, einfach mal so eine Frage sagen. Tja, wo könnte der Schatz wohl sein? Ah, ich habe keine Ahnung, wo könnte wohl der Schatz sein? Da unten, also wenn man das nicht sieht, ist man wirklich blind. Und, Achtung, 100 Noten. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus, ja, Applaus, Applaus für deine Worte. Hör bloß nicht auf, sonst gibt's keine Torte. Und da ist er schon. Ja, vorsichtig öffnen, ich bin so kitzelig. Und das letzte Puzzle da, Leute. Wir haben es geschafft. Treasure Trove Cove ist complete. Für die auch immer witzig, dieser Siegestanz, wenn wir alle 10 Puzzleteile in der Welt haben. So, gucken wir noch ganz kurz. Statistik. Jupp, alles gefunden. 26 Minuten hat das Ganze gedauert. Na, wunderbar. Dann können wir auch Treasure Trove Cove verlassen. Aber das ist halt die Welt, die man am häufigsten noch aufsuchen wird, wenn man die ganzen Cheats dann benutzen will. Aber das hat ja noch Zeit, weil da haben wir ja noch gar keinen einzigen. Ich wüsste zwar welche, die man theoretisch schon eingehen könnte, aber machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht, also wir sagen jetzt erstmal Goodbye, Treasure Trove Cove. Wir holen uns jetzt noch das Puzzleteil, was draußen auf uns wartet. Ja, die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ja, also Bottles sagt uns sogar auch immer, wenn wir die Welt verlassen, wie viele Noten wir in dieser Welt gefunden haben. So, was machst du denn hier oben? Das ist doch nicht dein Schiff hier, ha? Und tschüss. Und hepp. So, und hier haben wir das Puzzleteil. Sehr schön. Wir haben schon 3 Stück, haben wir schon den Grund hier das Reich gefunden. Da gibt es auch wieder 10. Sehr klar, es gibt 9 Welten mit 10 Puzzleteilen. Sind schon mal 90 und dann nochmal 10 im Grund hier das Reich. Sind insgesamt dann 100. So, da unten war ich ja schon, da wäre ja eigentlich das Bild für die allerletzte Welt, aber da fehlt leider das Puzzle-Podium, das ist irgendwie nicht da. Ist aber auch Absicht. So, Mann, du Mistkerl, aua. Hey, boah, fies. Was machst du denn? Banjo, sei nicht so ein Trottel. Kill den Typen einfach mal. Frechheit. So, wir gehen jetzt erst nochmal ganz kurz zurück, weil da war ja noch das Bild für die dritte Welt. Also hier im Jammertal, ne? Ja, seht ihr, man kann... es geht sich nicht aus, dass man da hinschwirrt. Nein, wir müssen den Supersprung beherrschen. So, gut. Wir brauchen schon mindestens 5 Puzzleteile für Clankers Cavern. Ja, aber wir haben ja 20. Kein Problem. Schaffen wir. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einfügen willst, drücke den Z-Trigger. Das hättest du uns doch gleich sagen können. Bitteschön. Na, wunderbar, und schon haben wir die dritte Welt geöffnet. Clankers Cavern ist eine Wasserwelt. Und ich sag gleich mal dazu, die mag ich jetzt persönlich nicht so sehr. Das ist jetzt wirklich eine der Welten, die ich persönlich am wenigsten im Spiel mag. Wie gesagt, meine Lieblingswelt ist eben die allerletzte. Aber Clankers Cavern, naja, ist eben nicht so persönlich mein Fall irgendwie. Auch vom Setting gefällt es mir jetzt nicht so sehr. So, hier oben ist der Eingang. Muss man erstmal wissen.
So, jetzt haben wir aber leider ein kleines Problemchen. Wie kommen wir denn darüber? Das ist zu hoch. So eine gelbe Unterhose trägt doch nur eine Mimose. Natürlich, ich möchte nicht wissen, was die für einen Schlüpfer anhat. Gitti gitti. So, aha, was haben wir denn hier? Zack! Ja, jetzt kommen wir rüber, jetzt ist die Frage schon beantwortet, aber... Moment mal, hier ist ja noch ein Rohr. Spielt das so eine fiese Wassermine? Da ist auch noch was Wichtiges. Da hinten geht es nämlich zu dem Bild für die vierte Welt schon hin. Also ich finde es auch immer so cool, dass man hier diese ganzen Sachen erstmal machen muss, dass man die Wege öffnen muss, dass man vorankommt in Gotilas Reich. Finde ich einfach toll. So, jetzt gehen wir nämlich erst noch hier oben gucken. Weil oben auf dem Rohr ist noch der Schalter, der das Gitter öffnen wird. Also man kann wirklich sagen, das Spiel kenne ich in- und auswendig. Da weiß ich auch so ziemlich alles, was es zu wissen gibt. Und hier ist wieder Brentilda. Die Schwester von Gruntilda, muss man sich mal vorstellen. Wusstest du, dass Gruntilda ein Sabberlätzchen unter ihrer Hexenkluft trägt? Das ist ja mal voll peinlich. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Lassie hieß. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band. Grund ist Monster Mob. Schreckliche Musik. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. So ist das Beste, nicht wahr? Also auch Brentilda kann uns immer die Energie auffüllen. Genau wie Bottles. So, und open the damn door. So, ich müsste eigentlich jetzt schon genug Puzzleteile noch übrig haben, dass ich sogar schon die vierte Welt auch öffnen kann. Das ist ja das Coole dran. Manchmal, wenn man halt richtig gut ist und schon alles in einer Welt gefunden hat, reichen Puzzleteile und Noten aus, um schon weiter voranzukommen, als dass es eigentlich vom Spiel so gedacht war. Weil normalerweise soll man immer Welt für Welt vorgehen. Also ich könnte rein theoretisch die vierte Welt vor der dritten machen, aber bringt jetzt nicht wirklich was. So, hier ist es auch schon. So, warte mal, wie viel brauchen wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Puzzleteile. Ich habe 15, also öffne wir die vierte Welt auch noch. Sehr schön, also die vierte Welt, die heißt Bubble Gloop Swamp, ist eine Sumpfwelt, die muss ich jetzt auch nicht so sehr haben, aber sie gefällt mir persönlich immer noch besser als Clankers Cavern. Aber egal, die Welt ist jetzt nicht absoluter Mist oder irgendwie so, ich mag sie halt einfach nicht. Ich weiß nicht, irgendwie in fast allen Videogames, wenn es Wasserwelten gibt, wo man so oft im Wasser ist und schwimmen muss und tauchen muss, dann das mögen irgendwie die wenigsten Gamer. Das ist jetzt auch bei Super Mario 64, da mochte ich diese Wasserwelten jetzt auch nicht so sehr. Oder eben, ja, den Wasser-Tempel der Ocarina of Time fand ich anfangs früher auch doof. Mittlerweile mag ich den eigentlich sogar. Das ist nicht so schlimm. Aber okay, wir gehen noch hinein in Clankers Cavern. Ein bisschen Zeit ist noch. Vielleicht finden wir schon da unser erstes Puzzleteil. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden, aber der ist gut versteckt. Ja, nicht gut genug. Lieber Bottles, nicht gut genug. Vor allem hier leben auch so eklige Gegner teilweise. Passt mal auf, was in diesen komischen Öffnungen in den Wänden lebt. Ja, da ist gerade irgendwas geknurrt. Was ist das denn für ein ekliges Vieh? Das ist so widerlich. So, aber die kann man schon mit diesem Pieksprung einfach mal besiegen, wenn die da rauskommen. Das ist schon wieder so eine goldene Feder. Ihr Glückspilze, ich bin eine goldene Feder der Unverwundbarkeit. Bottles was mehr. Naja, dann hat uns jetzt die goldene Feder schon voll gespoilert. Jetzt wissen wir eigentlich schon, was der Move sein wird, den wir hier lernen werden, nämlich die Unverwundbarkeitstechnik. Und nein! Verdammt, bin runtergefallen, verdammt. Moment, Moment, Moment. Gleich wieder rauf. Und natürlich können wir nicht für immer unverwundbar sein, aber dafür sind die goldenen Federn da. So, stirb. Diese Viecher sind so widerlich. Ich hab die als Kind gehasst. Ich fand die immer so scheußlich. So, und auch voll fies hinter dem Bienenstock versteckt sich wer? Der gelbe Jene natürlich. Tschüss.
So, will ja alle Noten mitnehmen, ne? Gut. Ja, das wär's. Also wir müssen auch immer von hier oben dann reinspringen, das Rohr, damit wir dann wieder die Welt verlassen können. So, na, so 5 Minuten hätte ich jetzt noch übrig für den Part, aber mal schauen, vielleicht schaffe ich noch mindestens ein Puzzleteil, aber jetzt müssen wir tauchen. Gablatsch. So, und vor allem Unterwassernoten einsammeln, das ist vielleicht das Einzige, was ich an dem Spiel jetzt nicht so toll finde, weil wir Unterwassernoten einsammeln müssen, weil wenn wir so schnell schwimmen wir an den Noten noch vorbei und das ist nicht so toll. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein riesiges Maul? Hilfe! Sollten wir nicht lieber umkehren? Ich bin Clanker, der Müllzerkleiderer der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja, Clanker, ein eiserner Wal. Sieht auch echt eigenartig aus, aber dem... Na, komm schon, auftauchen, dem müssen wir erstmal helfen. So, weil der ist auch zentraler Bestandteil dieser Welt hier. Also, das ist eigentlich auch schon die ganze Welt. Clankers Cavern, das ist einfach hier diese große Höhle. Alle Puzzleteile, die wir finden können, gibt es hier in diesem Umfeld zu finden und auch in diesem Unterwassertunnel und so. Beziehungsweise auch in seinem Innern drinnen. Ja, wir können auch in sein Inneres rein, aber jetzt müssen wir ihm erstmal helfen. So, hier ist nämlich irgendwo seine Kette, die müssen wir erstmal lösen. So, also, Auftauchstation. Hey, das wäre ein cooler Name für den Part, hm? Auf Tauchstation? Schauen wir mal. So, erstmal geht's hier ganz tief runter und keine Sorge, der Sauerstoff wird uns nicht ausgehen. Hier gibt's nämlich jemanden, der uns ein bisschen helfen kann. Wenn ich den jetzt gleich finden könnte. Ich habe ihn auch gerade gehört. So, seht man hier. Luftblasen. Und hier ist der grüne Genie-Fall noch unten, dass der dich absäuft. Blub, blub, ich heiße Gloop. Schnappt euch meine Blasen, wenn die Luft knapp wird. Ja, blub, blub. Also wenn ich die Luftblasen hier halt einsammle, dann bekomme ich wieder Luft zurück. Der hinterlässt sie uns eh immer wieder. So, Moment. Aber die zerplatzen halt nach einiger Zeit. So, schnell einsammeln. Ach, schon besser. Gut, die füllen also immer 2 Einheiten Luft wieder auf. So, und ich sage hier noch alle Noten einsammeln, das ist ein bisschen nervig. So, und wir müssen auch insgesamt 3-mal durch diesen riesigen Schlüssel schwimmen, damit die Ankerkette gelöst wird. Ich will alle Noten mitnehmen. So, schneller, schneller, schneller. Ich will hier nicht absaufen. Vor allem sieht die Sterbeanimation, wie wir absaufen, so erbärmlich aus. Da ringt Benji dann nach Luft und fängt voll zum Googeln. Also ganz, ganz komisch. So, ein zweites Mal durch den Schlüssel durch und gleich noch ein drittes Mal. Aber ich brauche Luft. Schnell, Luft. So, nochmal. Ah, sehr schön. Luft wieder voll. Und alle guten Dinge sind 3. Also bitte nochmal hier durchschwimmen. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Na, dann können wir uns ja gleich mal das erste Puzzleteil von Clanker holen. Aber ich glaube, dann werde ich den Part auch mal beenden. Ne? So, wir müssen jetzt nur gucken. Genau, auf seine Flossen müssen wir erstmal rauf. Wo ist das Puzzleteil da vorne? So, hier haben wir aber noch Noten. Ja, auch voll komisch, so und da ist eine Schraube in seinem Blasloch drin. Wie kommt die denn da rein? So, das erste Puzzleteil, Leute. Meine Zähne tun weh, habe zu viel Müll gefressen. Bitte helft, Clanker. Oh, der hat noch ein paar mehr Probleme. So, Moment, hier ist auch ganz... bisschen tricky hier. Wir können auf seine Schwanzflosse rauf und dann ist hier hinten auch ein Puzzleteil versteckt. Nur ist das ein bisschen wackelig. Sofort Vorsicht. Spring! So, hier einfach mit Eiern dagegen schießen, dann geht das auf. Und dann haben wir sogar noch das zweite Puzzleteil.
Wir sind hier so cool, Mann. Schwupps. So, und Moment, hier unten sind Noten. Die will ich auch noch haben. Ja, die Musik, sage ich, die ist ganz okay. Die passt doch zu der Welt, muss ich sagen. Überall sind Noten und ein riesiger Wald dümpelt hier vor sich rum und so weiter und so fort. Ich kann eh nicht singen. Ja, okay Leute, ich glaube das war's jetzt mal. Es ist auch noch so ein fieses Monster drin. Keine Ahnung mehr, wie die eigentlich heißen. Auf jeden Fall sind die ganz schön hässlich. So, ah ja, hier. Auch ganz komisch. Ganz viele Nischen in den Wänden. Hier gibt's auch noch ein paar Noten. Ja, toll. Gerade versaut, weil ich nicht den A-Knopf gedrückt habe. Ich Trottel. Nice. Ist ja wurscht. Da muss ich nochmal hin. Muss ich ja da nochmal hin. Aber Leute, das war's mal wieder für Banjo Kazooie. Im nächsten Part holen wir uns noch mehr Puzzleteile. Vielleicht kann ich die Welt dann im nächsten Part sogar schon wieder komplett abschließen. Werden wir ja mal gucken. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Banjo Kazooie, Leute. Tschüss und ciao.